Good morning, von dir was da, ich nehme 93 in dieser Serie Jesus als Peter. Gestern habe ich geredet, von wo Gott mir reich die Dinge brücken wird, was jemals kommt dann aus Christen, zum uns belehren und zum uns formen. Sei es, während wir manche Schwierigkeiten sind, während wir vielleicht manche Verfolgung sind, kann wir nicht sein, wo Gott das vergoldet brücken will in uns Leben. Aber wir haben nur hier, dann kicken wir mal drehen, kann wir sein, wo Gott kriegt die Dinge auch heute gebrückt. Zum uns nur in den Arm bringen und uns stören in uns Christenglauben. Von der, wo wir nicht wiedergehen in Vers, Kapitel 12, werden wir lesen Vers 12 und 13. Merkt also jene Meide hängen und flotte ihr Knäuel war stark. Merkt sichere Schritte mit jene Feit, dort keiner aus ein Lumen Hand staubert, und bleibe gesund wird. So der Schreiber, er hat uns gut Mut gemerkt, doch wir können dort vertrauen, dort irgendeine Verfolgung, was wir vielleicht begegnen, dort in uns Leben, hat Gott teilgelohnt. Er will dort Brücken zum uns Wissen in uns Christen glauben. Er hat uns nicht verloren, so wie dann vielleicht denken. Viel Dollar, er will die Dinge kriegt Brücken, für den sie ihr, und dort wie wirklich Wissen tun. Und Dollar so wollen aus Christen. Und so wegen dit, wegen er dit hat klar gemerkt für die Christen, sagt er dann hier so Vers 12. So merkt jene Meide hängen und jene Flotte ihr Knäuel, wo war er stark. Wir wollen abhören, wir wollen nicht mal bloß jammerieren, wir wollen nicht mal bloß grinsen, wegen wir wissen, Gott ist du mit uns. Wenn wir nicht grinsen, keiner wird geholfen dort, keiner wird geholfen mit uns jammerieren, nicht mal wie selbst, keiner wird gestärkt dort. Aber heute war er wieder, wo er sagt in Vers 13. Merkt sichere Schritte mit jener Feit, dort keiner aus ein Luma Hand staubert und bleibe gesund wird. Wir sollen wieder stark geworden, wir sollen wieder Kraft gehen. Warum? Doch wir können glücke, starke Schritte merken mit unserer Feit. Warum? Wegen wie du andere Menschen leiden. Du sind Menschen, die hängen ans Kumdon. Dort ist das Bild, was wir hier so kreieren. Die Menschen, die hängen ans Kumdon, die sind vielleicht schwach. Die sind vielleicht müde. Die sind vielleicht nach dem Anfang vom Glauben. Und so wie sie an stark gehen, verehrt wegen die sind nicht gut, noch nicht sehr stark. Und fehlt Haupt. Deine Arbeit ist zum stark sein, verehrt. Deine Arbeit ist zum Glück gehen. Merden mag alle Dinge, was passieren in deinem Leben, so dass die Menschen, die hinter dir sind, können ganz klar den Weg sein, was die auch sagen gehen. Wo soll ein Lumamon hänge die gun, wo die ganz großlich gun ist? Das ist das Bild. Wie man ein Glück gun, wie man ein Stark gun, so dass die schwachen Menschen, die vielleicht hänge an sein, auch du der Kraft kriegen dürfen. Ich denke an ein Glücknis von, was ich würde sagen, von Kanada. Wer will mal sagen, du bist in Kanada, und das ist der Winter, und du hast ein doll Schnee in die Grütz, da hat Grütz frisch geschneit, und die Hevis, die sind ganz voll Schnee, die kostet meist nicht sein, wo die Hevis sind, und du bist vor, und du bist in den Korben, und du bist nicht vor. Wo fällst du die, die kostet nicht sein? Dann fällst du die Sache auch nicht, du weißt nicht, bist du noch im Hevis, bist du nicht mehr in der Ditch bin, was passiert, dass du sehr sach, sehr versächtig vor, wegen du weißt nicht ganz krank, wo du bist. Aber wenn wir das Bild nicht mal ändern, wenn wir nicht mal sagen, dass du ein Schneepluch, der fertig ist, und dein Schneepluch, der hat alles Schneini, das Seed schieben, er hat alles, was er durchstellt, nicht kostet die ganz klar sein, wo der Weg ist, wegen der Schneepluch, der fertig ist, hat alles sozusagen auf dem Bord. Dort Schnee hat er alles das Seed geschoben, und nicht kostet die ganz klar sein, wo der Heavy ist, wo der Ditch ist, und wo fällst du nicht? Nicht fällst die Sache, nicht kostet die Ware vor, wegen der Weg krank, wo der Heavy ist. So, hier ist meine Frage für dich. Wo sind deine Fotospuren? Dass du ein glücklichen Weg aufmerken für die Menschen, die hinter dir kommen. Wie sollen so ein Schneepluch sein für Menschen, die hinter uns sind? Wie sollen ein glücklichen Weg merken für die Menschen? Wie sollen durchplänen durch alles, was kommt in uns Leben, so dass Menschen, die hinter uns sind, Menschen, die vielleicht nicht so stark sind, so wie sind, dort die können wahre den Hebel sein, die können ganz klar sein, wo die gut sind und wo die gut wollen. Wenn wir so sind, aus dem Schneepluch, möchte Gott dich segnen. Wie sein uns morgens.